Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist der 23.04. und das bedeutet, das Update ist da. Ich bin gespannt, was wir heute alles schon Neues machen können. Und freue mich. Guten Morgen, es ist Donnerstag, blablabla, 7:41 Uhr. Und der Tag der Natur beginnt heute. Eine wichtige Erinnerung für uns alle, was wir tun können, um unsere Umwelt zu erhalten. Der 4. Mai ist eure letzte Chance, an der Aktion teilzunehmen. Ziehen wir an einem Strang, Leute. Für Mutter Natur. Weiter mit dem Neuesten von heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Guck mal, da lächelt sie. Und ich lächle auch mal, endlich ein Update. Endlich. Und wir haben Post. Oh Gott. Nintendo, okay. In die Tasche. Dann kriegen wir hier ein bisschen Geld von Nook. Danke. Hi, okay. Und sehr tolle Briefe, sehr tolle Briefe. So, gucken wir erstmal, was uns Nintendo geschickt hat. Eine Weltkarte. Das hat uns Nook geschickt, ein Sternisack-Teppich. Dann hat uns Sam ein Feuerholz geschickt. Und einen Bienenstock. Okay. Interessant. Und den Teppich, den will ich mir anschauen. Den will ich mir mal eben anschauen. Auf dem Boden. Ach, das ist so ein Teppich. Oh. Lell. Den hat die Welt gebraucht, Leute. Den hat die Welt gebraucht. Die Weltkarte, die will ich mir auch noch ganz gerne ansehen. An die Wand. Warte. Können wir da Deutschland finden? Kamera. So, und dann X. So. Also die Japaner, die... Die sind... da kann ich gar nicht hinsteuern, wo die sind. aber hier... Alter. Okay, wir lassen es mal. Also ein Kästchen neben den Link, also wo ich gerade drauf bin. Eins nach links, da ist Deutschland. Da ist, oder? Nee, Deutschland könnte auch schon hier in dem Kästchen tatsächlich sein. Weil da ist ja Skandinavien und wir haben ja einen Übergang nach Skandinavien, also zu Dänemark. Können wir ja einfach rübergehen, da ist ja kein Wasser. Dann ist hier, rechts ist ja die Ostsee auch außerdem. Ja, okay, hier ist Deutschland dann. Habe ich schon richtig gemacht. Ja, so. Dann können wir jetzt mal gucken, was los ist. Ich nehme mal eben ins Lager. Ich nehme mal eben hier ein paar Werkzeuge mit. Wenn ich wüsste, wo das Inventar aufgeht. Oh, ich habe ZR gedrückt. Und bin direkt hier. Das ist ja schön. Du kommst mit. Eine Gießkanne nehme ich nicht mit. Ich habe die Hoffnung, dass es heute wieder regnet. Brauche ich den Stab eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich komme da angenehm auch mal mit. So. Ich bin bereit für den heutigen Tag. Und gleich muss ich echt alles hier aufräumen. Putzen, aufräumen, Fenster putzen. Oh, ich hasse Fenster putzen irgendwie. Das dauert so lang. Egal, komm. Komm, egal, wir suchen das Rezept diesmal nicht. Wir gehen einfach direkt zu Gerd. Herr Gerdchen. Oh. Ein Fossil, das nehme ich natürlich mit. Die müssen wir nachher auch noch alle wegbringen. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Ich grüße dich und willkommen in meinem kleinen Lädchen. Willst du mir wohl deinen Namen verraten? Moritz. Moritz, sagst du. Ein wirklich hübscher Name. Oh,
Ach so, ich heiße übrigens Gerd. Wie ich hörte, hat mein guter Freund Nepp hier einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Nepp hat mir erzählt, dass diese Insel vor deiner Ankunft verlassen war. Wie aufregend. Du musstest sicher erst einmal jede Menge Unkraut jäten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behagt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Ich möchte dir mit meinen seltenen Blumensamen und Büschen helfen, ein kleines Paradies zu schaffen. Büsche? Ganz recht, Büsche. Die im Gartenbau leider viel zu häufig unterschätzten Gewächse. Büsche sind wie kleine Bäume oder mehr wie Blumen, nur eben eine Nummer größer, wie dem auch sei. Sie blühen jedenfalls zu ganz unterschiedlichen Jahreszeiten und verleihen Gärten das gewisse Extra. Etwas. Übrigens habe ich gerade einen wunderschönen Besuch im Angebot, die Azalee. Glücklicherweise hat sie gerade Blütenzeit, also kannst du ihre volle Pracht sofort genießen. Nun denn, es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Moritz. Auf bald, Moritz. Ich würde gern was kaufen. Schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte einkaufen. Aber selbstverständlich. Viel früher einen Blick auf die Blumensamen und Setzlinge, die ich heute dabei habe. Oh, was? Nur drei? Im Trailer waren das vier. Ja. Im Trailer waren es vier. Okay. Ich denke, ich werde mir mal so von jedem fünf Dinger kaufen. Danke. Dann hiervon fünf. Ich weiß nämlich nicht, wie oft Gerd in einem Jahr kommen wird. Falls er überhaupt nochmal kommt. Oh, ich wollte mehr kaufen. Sorry. Egal. Ja, Gerd. So. Hier. Strichpalmsitzling. Auch fünf. Und dann gucken wir uns noch die Blumen alle an. Dann müssen wir irgendwo ein neues Blumenbeetchen machen. Gelb-Prokasam. Fünf. Auf fünf, Gerd. Alles kaufen. Weil vielleicht kommt er dann doch irgendwann auf die Insel und macht seinen Laden auf. Das wäre nämlich sehr, sehr schön. Eine Zwiebel. Ja, die möchte ich auch noch kaufen. Fünf. Natürlich, Gerd. Hallo, Gerd, hast mich nicht verstanden? Ich will von jedem 5 kaufen. So ein Knopf fehlt noch, finde ich. Ja, es gibt noch was ich haben will. Das da. Rotkosmia. Natürlich 5. Gerd, hallo, frag mich doch nicht immer. Ich weiß schon, was ich hier mache. Ja, natürlich, Gerd, hallo. Oh Gott, Die möchte ich nicht. Die habe ich schon. Oh, kein Problem. Schließlich bist du der Herr über deinen Garten. Ja, ich möchte hier die Pyrenäenlilien. Fünf, natürlich. Oh, ich habe irgendwie Schnupfen heute. Hatte schon lange am Morgen nicht mehr. Eine Osterlilie. Fünf. Danke, Gerd. Du bist echt reich geworden, oder? Weißt du, was du jetzt machen kannst? Hier einen Laden eröffnen. Und wehe, ich muss die Materialien dafür suchen. Dann gibt's aber hier Stress, ey. Super. Das hätten wir geschafft. Nee, danke schön, das reicht. Super! Ach. Was ist das mit Unkraut gefällig? Moritz, möchtest du mir vielleicht etwas von deinem Unkraut verkaufen? Ich kenne das Dilemma. Eigentlich möchte man nur etwas pflanzen, rupft dann aber stundenlang herum. Du sagst es. Ich wusste, wir verstehen uns. Aber das Gärtnern soll dir ja Freude bereiten, deshalb biete ich dir hier und jetzt an, dir dein Unkraut zu einem unschlagbaren Preis abzukaufen. Entscheidest du dich direkt, verdoppel ich sogar den Betrag, den dir Nepp und Schlepp zahlen würde. Von mir 20 Sternis pro Büschel. 20 ist mir aber eigentlich zu wenig, um das zu suchen.
Sorry, Gerhard, nee, Unkraut verkaufe ich dir dann doch nicht. Habe ich mich gegen entschieden. Wir müssen mal kurz zum Museum. Boah, hier sind überall, hier sind hier Blumen. Überall. Und wir gucken mal, ob Rainer jetzt da ist. Oh. Das nehme ich aber mit. So, peng. Und mal gucken. Haben wir hier? Oh, Geld. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. So, gucken wir mal eben hier hinten. Nee, er ist nicht da. Okay, das hätten wir auf jeden Fall. Dann sollte hier vielleicht der Eingang hin. Oder? Muss man gleich gucken. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ich wollte zum Museum, ne? Oh Gott, jetzt bin ich hier falsch, oder was? Runter mit mir. Runter mit mir, ich wollte gucken, ob Eugen jetzt was sagt. Huch. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Moritz, schön, dass Sie da sind. Ich habe nämlich große Neuigkeiten für Sie. Huhu. Im Museum ist nun Platz für mehr Ausstellungsgegenstände denn je zuvor. Das haben wir allein Ihren steten Bemühungen sowie der Kooperation aller Inselbewohner zu verdanken. Infolgedessen gedenke ich dieses Etablissement um eine Ausstellung erlesener Kunstwerke zu erweitern. Sollten Sie also in jedem Besitz eines Kunstwerks gelangen, scheuen Sie sich nicht, es mir zu präsentieren. Jetzt schon? Wir, Fossilien analysieren. Hier, bitteschön. Huch! Reifen überlegen, Hirschkäfer, Hilfe. Aber das haben wir, glaube ich, schon. Schade. Wo ist denn die Kunstgalerie? Hat er die jetzt schon oder nicht? Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus. Und wir wollten ja erst am Ende des Aprils durch die ganzen Räume gehen. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall schon mal die zwei Treppen. Hier unten muss ich noch Dings hin machen. Soll ich die Blumen einfach hier platzieren? Ich meine, na, also Pflanzen. Weißkosmia, haben wir noch eine Kosmia? Ja, haben wir tatsächlich. Sogar mehrere Kosmias. Und da. Und vielleicht hier nochmal. So. Vier. Dann Zwiebeln, Osterlilie, Pyranelie und Rotlilie. Und dann nochmal die Osterlilie. So. Ich könnte es eigentlich auch hier machen, ne? Lilie, Osterlilie und die Rotlilie. Oh, dann gehen wir hier hin. Obwohl, warte, hier wollte ich ja noch den Wasserfall vielleicht machen. Dass der dann mit dem Fluss hier rechts verbunden wird. Das wäre noch so eine Idee. Die Brücke ist nämlich auch noch da. Und hier das gleiche. Ja. Muss ich dran denken. Hier waren die Kosmias. Ja, und Weiß Kosmia. So. Und die müsste auch gießen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Naja. Die restlichen tue ich erstmal hier hin. Meine, hier stören die nicht. Weil es. Ah, ne, die nicht. Die hier. Und hier. So, die anderen. Oh, hier haben wir das da. Okay. Pflanze ich jetzt hier einfach hin. So, rot. Gelb. Vielleicht nehmen wir die. Okay. Und gelb. Super. So, dich hole ich raus.
Gib her dein Geld. Gib her. Oh, jetzt habe ich wieder zugekam. Ach man. Egal, macht nichts. Ich bin ja so reich da. Das kann ich mir schon leisten. So. Oh, hört sich nicht an wie Geld. Nee. Nee, nee, nee. Okay, dann laufen wir eben den Strand ab, würde ich sagen. So. Oh, ich krieg echt Hunger. Ich habe gestern leider gebrochen. Ich hatte seit langem mal wieder etwas von meinem Lieblingsimbiss. Aber irgendwie habe ich die Pizza nicht so vertragen. Schade. Schade, schade. Und müde bin ich natürlich auch. Hundeknochen-Türschild. Oh, habe ich schon. Okay. So, wer hat uns denn besucht? Wollen wir den in unserem... auf unserer Insel haben? Oh, Entschuldigung. Oh, ne. Krokodil will ich nicht. Bah. Will kein Krokodil, sorry. Sorry. Okay, Rezept haben wir. Das bedeutet, obwohl Gilliver könnte noch hier irgendwo liegen. Wenn er so lustig ist. Aber hier nicht. Ich glaube, ich habe da ein Kreuz gesehen. Aber ich konnte mir das auch einbilden. Vielleicht habe ich es mir sogar eingebildet. Ich guck nochmal. Oh, nee, da war eins. Oh. Super. So. Dann könnten wir uns gleich erstmal Tickets kaufen. Dann gehen wir auf die Insel und suchen nach einem Bewohner. Ich denke, fünf Tickets können wir machen. Ich habe ja eigentlich genug Geld. Pamela, du darfst auch eigentlich mal langsam ausziehen. Na, also du musst hier nicht leben, wenn du nicht willst. Du musst hier einfach nicht leben. So, hier ist auch niemand. Also, würde ich auf so einer Insel wohnen, ne? Ich würde den ganzen Tag auf dem Strand chillen. Und ins Wasser gehen, ja. Das ist Luxus für mich. Wasser, Wasser. Wow, wie wir hier überhaupt keine neue Blume mehr bekommen haben. Nur rote. Also neue Farbe. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Achso, ich wollte auf die Inseln gehen. Stimmt. Gucken, was er uns hier erzählt. Oh, er erzählt uns gar nichts. Okay. Hier haben wir Gastro. Oh, Gastro-Küche, die nehme ich mir mal. Rostbauteil, nee. Ja, danke, danke. Vielleicht gibt es auch neue Items, tatsächlich. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Schade. Wäre schön gewesen. Wäre schön gewesen. Ah, so. Und hier. Ja, einlösen. Dude. Und noch eins. Ja. Kann ich einfach A drücken? Ja, kann ich. Super. Oh, mega. Oh, ich freue mich schon auf morgen, Leute. Obwohl, einerseits freue ich mich und einerseits nicht. Morgen kommen ja diese Interessenten, die sich die Wohnung anschauen. Aber morgen ist auch die neue Folge Star Wars da. Zwar nicht auf Deutsch, aber ist mir auch egal. Sind wir schon bei Folge 9, glaube ich. Danach gibst du da 3 Folgen Clone Wars. Dann war's das. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wieso habe ich denn jetzt gerade zu schnupfen?
Wurde ich gestern angesteckt? Mann. Oh, ihr beißt mich. Super. Ja, noch eins. Eins hören wir noch. So. Einlösen. Mein Ticket wird gedruckt. Nee, danke. Wir können mal eben noch beim Laden vorbeischauen. Es ist nämlich gerade 8 Uhr geworden. Okay. Alter, ich bin echt. Mann. Achso, den Teddybär habe ich noch gestern gefunden, stimmt. So, dann wollen wir mal eben gucken. Hallo. Wollt ihr auch anbauen, weil Gerd jetzt da ist? Das wäre auch nett. Das wäre sehr nett. Hallo. Willkommen in Nuxladen. Was sagt denn der Rübenpreis heute? Rübenpreise? 63? Oh mein Gott. 63. Interessant. Nee, nichts. Ich muss mir das nur mal kurz notieren. E63. So. Dann. Oh Gott, wie viel soll dieser hässliche Tisch hier kosten? Ich bin gespannt. Oh, lol. Ist gar nicht so teuer. Ich hab so mit 100.000 gerechnet. Jetzt muss ich niesen. Danke. Oh, die Weltkugel ist eigentlich ganz cool. Der Globus. Nehme ich. Und ich hoffe, ihr habt mal langsam hier bessere Dinger hier. Nee. Alles nicht so meins, irgendwie. Ein Tatami-Boden könnten wir mitnehmen. Nehme ich. Aber das war's auch schon wieder. Vielen Dank, danke schön. Kein Problem, ich habe zu danken. Auch wenn euer Angebot etwas größer sein könnte. Denn schließlich verdient ihr doch hier viel. Mann. Okay, dann gehen wir mal auf die Insel. Schauen. Habe ich noch Blumen? Nee. Gut. Wann waren wir das letzte Mal auf der Insel? Weiß ich schon gar nicht mehr. Bestimmt 10, 20 Tage her. Hey, willkommen am Flughafen. Ich möchte fliegen. Obwohl, vielleicht sollten wir es morgen. Ich weiß es nicht. Wir probieren jetzt mal einen aus und wenn da ein Bewohner ist, dann können wir alle machen. Aber wenn da jetzt kein Bewohner ist, dann habe ich Angst, dass wegen dem Campingplatz keiner kommt. Keiner da ist. Naja, Dojo Bodo. Dodo Bodo. Odo Lodo. Da eine Bambusinsel. Interessant. Oh ja, ist ein Bewohner, aber ist auch ein. Ist das? Auch ein Krokodil. Ich bin kein Fan von Krokodilen. Mann. Dann laufen wir den Schandeimer ab. So. Hier haben wir nämlich das Rezept.
gucken mal, was da drin ist, und dann hauen wir schon wieder ab. Wasserpumpe habe ich, glaube ich, schon, ne? Habe ich auch schon, ey. So langsam wiederholt sich's alles. Okay, zurück. Fliegen wir zurück. Ja, ich hab nichts vergessen. Keine Panik. Danke, Dodo. So, nochmal. Ich möchte fliegen. Ich möchte gern mal einen anderen Ort sehen, Herr Dodo. Können Sie das gewährleisten? Ja? Aber wir fliegen ja einfach nur durch die Welt. Wir wissen ja nie, wo wir ankommen. Es kann nämlich sein, dass wir auf die gleiche Insel wieder da ankommen. Wo wir schon mal waren. Aber ich will doch mal was Neues sehen. Bitte, bitte, bitte. Okay, Roger. Alles startklar. Oh, ich mach diesen Sound. Hört sich ein bisschen an wie Mario Kart, aber nur ein bisschen. Super, hallo, hallo. Ja, ja, hol da. Bewohner. Was haben wir? Eine Kuh. Oh, die will ich auch nicht. Die will ich auch nicht. Ich trinke halt keine Milch. Ne, deswegen brauche ich die auch nicht. Die ist wie ein Vogelhaus. Ach, haben wir auch schon. Deswegen brauchen wir die auch nicht. Okay, danke. Tschüss. Weiter geht's. Fliegen wir bitte zurück, Herr Dodo, ja? Ja, ja, hier gefällt's mir nicht. Hier gefällt's mir echt nicht. Hey, willkommen. Ich möchte fliegen. Meinen Ticket nutzen, ja? Dankeschön. Dodo, aber diesmal möchte ich ganz gerne, dass ihr zu einem... welches Tier fände ich denn cool? Eulen gibt es nur bei der Eulerei. Bei Dings. Bei Eugen. Wenn ich ein Fuchs wäre, ne? Fuchs, ein weißer Fuchs wäre schön, finde ich. Fuchs oder, na, die Wölfe finde ich hier in dem Spiel nicht so cool. So cool, oder so ein Hase? Gibt es Hasen? Oder das Zebra, Zara, das hätte ich auch ganz gern. Das wäre auch cool. So, was haben wir hier? Ein Spritzgebäck. Oh, oh, wer könnte das wohl sein? Es ist ein Löwe. Nee, der würde mir nur Konkurrenz machen. Indem er versucht, Narnia zu regieren. Aslan, ich hab dich durchschaut. Ich wette, du heißt Aslan. Ich gucke gleich. Dich spreche ich an und dann sehen wir, wie du heißt. Und wie du heißt, Aslan. Natürlich könnte auch Leon heißen, weil Leonard, bla bla bla. Bambusmatte, endlich haben wir mal was hier. Endlich. Ich möchte das haben, danke. So, Herr von und zu, Herr möchte gern König. Wie heißen Sie? Lorenz. Okay. Nee, also du kommst auf jeden Fall nicht mit, ja? Du willst meinen Platz streitig machen und dann müsste ich mit harten Mitteln kämpfen, dass ich dich wieder aus der Stadt ekeln kann. Ja, Marmorkuchen am Milchreis. Ich will nach Hause. Hier ist ein komischer Typ, der denkt, er wäre König, aber ich bin der König. Nicht der. Nicht er. Da. Oh, hallo. Na, wie war ihr Aufenthalt? Ja, mein Aufenthalt war nicht ganz so gut. Da war ein Obdachloser.
Der sagt, er ist König. Was, König? Aber Sie sind doch der König. Ja, deswegen war das ja so verrückt. Ich wusste nicht, was ich mit dem machen soll. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich lasse ihn einfach da liegen. Und gehe nach Hause wieder. Ohne ihn. Ah, okay, okay. Haben Sie ihm denn zumindest Trinkgeld gegeben? Ja, ja, das habe ich gemacht. Damit er sein Königreich aufbauen kann. Genau. Viel Glück. Okay. Oh, bist du denn? Ein Schwein. Zeig mal dein Gesicht von vorne, bitte. Muss ich jetzt ansprechen, oder was? Edde. Hedda, ich bin Edde. Bin aus einer Laune raus. Ja, guck. Achso, sorry. Ich hab anders gedacht. Aber die Insel ist gar nicht mal übel. Ich muss deinen Namen verpasst haben, Moritz. Gut, von Nimmerland kommst du? Das hier muss ja ziemlich... Also, ich finde den echt cool. Überleg grad. Ich finde ihn cool. Können wir ein Foto machen? Oh, nee. Weiterspielen? Ich will ein Foto mit dir machen. So? Wie ging das mit dem Pfeifen? Ach so. Wie er guckt. Okay. Ich hol dich. Ich komm mit zu mir. Dich finde ich cool. Zieh auf meine Insel, bitte. Alles super, komm. Der ist ja mega cool. Schweinchen haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Schweinchen. Oh, voll cool. Es gibt endlich Steak zu Hause. Jam. Kommt er jetzt oder nicht? Okay, interessant. Dankeschön. Okay. Ja, laber du mal da weiter. Ich hol mir das Fossil und hau ab. Ja, Leute. Da haben wir endlich einen Bewohner. Was sagt ihr dazu? Und der ist echt cool. Also ich finde ihn sehr cool. Der ist also vor allem sein Gesicht ist sehr schön gezeichnet. So comichaftig. Wie die Panzerknacker. Dem werde ich auf jeden Fall so eine Gefängnis-Outfit geben, ey. Da fühlt er sich bestimmt wohl. So, dann können wir mal eben einmal nach Hause. Dann holen wir alle Fossilien, die wir haben, bringen wir die zu Eugen und da war es das auch schon mit dem Part. Werde ich gleich aufräumen. Sollte ich jetzt schon für Mittag kochen, dann kann ich das direkt wegspülen. Mal schauen. Bin noch am Überlegen. Wir haben zwar noch mein Ticket, aber das heben wir uns dann für das nächste Mal auf, wenn jemand ausziehen will. Ja. Genau. Den Weg habe ich auch nie fertig gemacht. Naja. Oh. Der Sound ging gar nicht so. Naja, egal. Was sagt der Wendler? Egal. Ist auch irgendwie totales Meme geworden, ne? Egal. Fossilien, wie viel? 4 Stück haben wir hier, okay. Die holen wir jetzt mal alle hier. Rostbauteil, ja, ich weiß nicht, was man damit machen soll. Ich kann es nicht ins Dings tun, oder was? Auch wieder nervig. Aber euch kann ich alles ins Lager tun. Ach, wir haben ja noch die Büsche. Die habe ich ganz vergessen. Ich würde ja auch mal erstmal ins Lager.
Weiß aber ich noch nicht ganz wohin damit. Vielleicht unten hin. Aber es gibt ja auch noch diese Hecken. Die hätte ich dann auch noch ganz gerne. Die gibt es wahrscheinlich erst später. Einmal kurz auf den Boden gucken. Okay. Zumindest das wieder rein ins Lager. So, dann bringen wir mal eben 7 Fossilien weg. Ich finde schön, dass hier oben mal richtig viel Unkraut wächst. Ich finde, das sieht echt cool aus. So verwuchert. Ach, da ist ein Loch. Okay. Ein Loch. Hier haben wir noch ein Fossil. Wir werden dann... Oh, am Wochenende kann ich auch nicht so wirklich. Oh, ich muss mal schauen. Muss mal schauen, wann wir das hier machen. Vielleicht machen wir es am... Freitag. Dass wir den Fluss nach hier hin machen. Und dann hier so eine Brücke dann hin machen. So. Genau. Das war so mein Plan. Ja. Ja. Ja, doch. Doch, doch, doch. So, Eugen, wo bist du denn? Hier oben. Ah, oh, ne. Das ist ja nicht Eugen. Eugen war ja hier links. Oh, da wollte ich nicht drüber laufen. Sorry, Blumen. Muss ich den noch gießen bestimmt, ne? Oh. Okay. Das mache ich dann gleich auch noch. Aber nach der Aufnahme. So, Eugen, hallo. Fossilien analysieren. Ich muss eigentlich mal gucken, was ich hätte da was. Was das bedeutet. Ach, wir haben sogar 9. Oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal gezählt. Vielleicht waren es sogar 10. Oh, sehr gut. Ja, gib mir die mal wieder. Ich hätte da was. Huh? Ich bin schon gespannt. Okay. Riesenhirsch. Achso, hä? Ach, das ist nur... Ah, ach, er erzählt dann was. Ah, und ich dachte, ist das neu? Oder stand das da schon immer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber cool, cool. Wenn er dann da die Sachen darüber erzählt, finde ich das echt cool. Was haben wir denn? Stegosaurus, Parasaurus, Diplodocus, Archeodödöde, T-Rex-Schwanz. Ach, dann ist der, glaube ich, komplett, oder? Huh, hat man Worte, das ist ein T-Rex-Schwanz. Dann heißt es erst ja, und ob, unser Tyrannosaurus Rex ist vollständig. Ach, welche Pracht. Ich wollte so frei sein und mein Wissen über den Tyrannosaurus Rex mit Ihnen teilen. Klar, nur zu. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen, nun denn. Hüste, Hust. Tyrannosaurus Rex konnte bis zu 9 Tonnen schwer und 13 Meter lang werden. Ein echtes Schwergewicht. Diese fürchteinflößende Gestalt ist mit gutem Grund der erste Dinosaurier, an den viele nur denken. Er war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt hatten. Haben. Mit Zähnen groß wie Bananen. Man weiß nicht genau, wie schnell Tyrannosaurus Rex war. Da gehen die Schätzungen weit auseinander. Ich bin nur froh, dass ich nie einen davon fliegen musste. Und das war's im Groben. Pinguine können nicht fliegen, Junge. Dann will ich Ihnen großzügige Spende nehmen. Danke, tschüss. Okay. Nee, das reicht, das reicht. Tschüss. Tschüss. Wir könnten noch eben schnell gucken, was die Melinda zu erzählen hat. Vielleicht hat die irgendwie eine neue Funktion oder so. Könnte sein. Wegen Update, ne? Könnte es hinhauen. Ich gehe mal kurz schnell gucken. Und wir müssen eigentlich noch was abreißen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Könnten wir die Brücke vielleicht abreißen. Oder? Ich weiß noch nicht. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Hier. Melinda. Hast du was Neues für mich? Ja oder nein? Antworte bitte schnell.
Das war zu langsam, also nein, okay. Oh, Kundschaft, hä? Oh, Moritz! Nee, der hat nichts Neues. Okay. Dann gehen wir mal zu Nook, hat der was Neues? Oh, jetzt hast du unsere Postkarte gelesen, das weißt du es ja schon. Für kurze Zeit haben wir eine Sonderaktion zum Tag der Natur für Mitglieder von Nook Mine. Während dieser Aktion gibt es für umweltfreundliche Aktivitäten mehr Mine als sonst. Und außerdem gibt es noch ein besonderes Geschenk für alle Teilnehmer. Ich hoffe natürlich, dass unsere Inselbewohner immer auf die Umwelt achten, nicht nur am Tag der Natur. Okay, interessant. Was kann ich da denn machen? Achso, ja, ich weiß, was ich machen kann. Ja, die ewige Frage, ich wüsste nichts, was... Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verkaufe mal eben noch die Dinger hier und kaufe eine Gießkanne. Und bewässer die Sachen noch. Und wir sehen uns dann morgen wieder wahrscheinlich. Bis dann, euer Kamicho. Haut rein und ciao.